Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario Super Game King. Wir sind hier gerade vor dem nächsten Boss, keine Ahnung, was es sind. Auf jeden Fall sind wir oben auf dem Turm drauf und da ist diese komische Luftschlange, mehr habe ich nicht gesehen. Deswegen, also ich gehe jetzt davon aus, dass hier der Boss ist, weil die sind immer da, wo diese Luftschlangen sind. Aber anscheinend kommt doch noch was. Okay, da kommen wir nicht ran, da kommen wir auch nicht ran. Wir kommen hier überall nicht ran, weil überall die Luftschlange vor ist. Kommt jetzt doch der Boss? Und rauf mit dir! Mit mir! Es kommt doch der Boss. Na gut, alles klar, hin und her der Gefühle hier. Der haftende Horror. Klebeband. Nein, nicht das böse lila Klebeband. Aber guck, wusste ich's doch. Hey, Schnauzer, du bist Mario, was? Ich soll dir was vom Boss ausrichten, wirst an meinen Lippen kleben, das verspreche ich dir. Und du, Faltfratz, sei brav und fettere geschwind zu Olli zurück. Müsstest sowieso längst im Bett sein. Ihr wollt die Luftschlange da oben wegputzen, wie? Pah! Ihr versucht doch lieber mit mir, ich bin auch lang und wickelig. Und wenn ihr ein Problem damit habt, kommt ruhig her. Ich verpasse euch eine Abreibung, die werdet ihr im Kleben nicht vergessen. Haha, versteht ihr? Kleben, weil ich ein Klebemann bin. Okay, damit wäre wenigstens klar, wer die Toes an den Turm geklebt hat. Aber wieso haben diese harmlosen Origami-Werkzeuge alle so selbstsame Persönlichkeiten entwickelt? Was seltsam! Du bist ja richtig frech. Dafür klebe ich dir jetzt eine und schaffe dich für die Folgen. Aha, jetzt hättet ihr Pappen, ihr Lappen. Spürt meine Streifen, ihr Pfeifen. Ich bin nicht bloß eine olle Rolle. Jetzt gibt's Klebskraft, bis ihr gafft. Das ist ja der beste Boss aller Zeiten. Der haut ja die ganze Zeit nur Wortwitze raus. Was ist kaputt bei ihm? So, wir haben wieder eine Kiste. Kiste werden wir mitnehmen. Wir sind ja nicht dumm und auch nicht blöd, denn wir sind schlau und manchmal blau. Blues Clues. Blues. Okay, keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ja, guck, da ist geiler Stuff ist da drin. Geiler Stuff. Na, was soll der Quatsch? Den Krempel hatte ich doch gerade so schön beseitigt. Tja, selbst schuld. Und ich greife dich sogar nochmal an. Hier, pass auf, ich habe einen krassen Colorhammer. Ich hab gehört, Klebeband mag Hammerattacken gar nicht. Oh, das hat 26 Damage gemacht, aber seine KP-Leiste ist kaum runtergegangen. Oh, aber guck mal. Dafür haben wir sein Gehäuse ein bisschen kaputt gemacht. Okay. Ich sehe, wo das hinführt. Der hat so eine Art Rüstung an. So, und von dem her können wir jetzt das genau so lassen und kriegen den Feuerpergament-Tor. Das ist doch, glaube ich, eine gute Sache, oder? Zack. Kriegen sogar noch eine zweite Aktion, die uns nichts bringt. Wir kriegen nochmal eine Kiste, die auch irgendwas macht, I don't care. Und Feuerpergament-Tor. Feuer gegen Plastik. Ist giftig ein bisschen, aber wird schon gut gehen. Oh yeah, spüre meine Feuerenergie. Hey, guck mal, das hat auch 20 Damage gemacht, aber diesmal hat er viel mehr Leben abgezogen bekommen. Ist er einfach der schlechteste Boss, den wir bisher hatten, der einfach gar nichts aushält? Vor allem, der kann ja, glaube ich, gar nichts machen, wenn seine Rüstung kaputt ist. Was will er denn dann machen? Kann er ja nicht. Er kann ja einfach gar nichts machen. Ich bin heute voll ausgedreht, I don't know. Sorry. So, wir holen uns erstmal die Kiste. Das ist so klug, dass man einfach die Dinge auch hin und her dudeln kann. In der Kiste wird dann irgendwas Spannendes drinne sein. Ich bin so gespannt, was für spannende Sachen da drinne sein werden. Und dann lassen wir das einfach so. Let's go. Da muss auf jeden Fall so ein Teil drinne sein. Perfekt. Sehr gut. Ja, nice. I love. Oh, wir kriegen sogar noch einen Tipp. Triff den Abroller auf allen vier Seiten, um ihn kaputt zu machen. Ach, okay, das war sogar ein guter Tipp. Stimmt, auf allen vier Seiten. Das, guck, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Bisher haben wir ihn immer nur hinten rechts angegriffen, kann das sein? Haha, 5 Damage. Mit seiner kaputten Seite hat er uns angegriffen. Was ein Dummkopf. Richtiger Klebestreifen im Kopf. Leute, fragt nicht, keine Ahnung. Leute, ein bisschen merkwürdig. So, guck, und dann können wir wieder Feuer unterm Hintern machen. I like this really much. Es ist so einfach, wenn man einfach diese Reihen hin und her dudelt. Wieso habe ich das so vorher nie gemacht? Weil mein Brain einfach AFK ist manchmal. Oha, ich bin schon wieder dran. Feuer den Plastik in seinen Arsch. Und er macht immer weniger Damage. Läuft nicht so ganz gut bei ihm. Läuft nicht rund. So, Colorhammer wird wahrscheinlich nicht lang. Nehmen wir mal goldene Stiefel, da kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld rein. Ich habe goldene Stiefel noch nie benutzt. Hey. Okay, das war anscheinend nicht so schlau. Springen ist keine gute Idee. Da guckst du, Schnauzerchen. Statt Sprung gibst du bei mir die Abfertigung. Der haut nur Mortals raus. Ich liebe ihn. So sehr, diesen Typen. Er ist so funny, aber er macht keinen Damage. Er macht einfach null Damage. Holen wir es wieder ein Feuerpergament-Tor. Ich weiß nicht, ob diese Arme vielleicht irgendwann besser werden. Ich habe ein bisschen Angst, dass er meine Arme auch grabbt mit seinem
Klebestreifen, deswegen lasse ich das lieber. Oh nein, wieso habe ich heute so viel zu tun? Ich habe kein Feueratem mehr, aber das hat viel Damage gemacht, yeah. Okay, jetzt ist er nur noch hinten rechts, wie ich das sehe. Er sieht ein bisschen aus wie ein Kamel. Oder eine Schnecke, er ist einfach ein Schneckchen. Cute, dein Schneckchen. So, ich krieg's leider nicht hin, ihn hinten rechts anzugreifen, aber ein bisschen Damage sollten wir trotzdem machen. Wir kriegen auch eine Truhe wieder. Und ja, ich darf halt angreifen. Und diesmal setzen wir den sagenhaften Hammer, der der hübscheste dazu ist, ein. Bin gespannt, der sollte so 30 Damage machen. Oder auch nicht, weil wir die Seite bereits zerstört haben. Ihr geil, sag mir das doch einfach, dass ich einfach dumm bin. Also ich muss tatsächlich hinten rechts ankommen. Und der Kalle-Hammer geht nicht weit genug. Ja, dann kann ich ja gar nichts machen. Jeder sagt, ich kann nichts machen. Kann ich ein Item einsetzen? Ja, ich kann ein Item einsetzen. Let's go! Glitzerfeuerblume Attack Attack! Aber wir greifen vorne links an, nicht wahr? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich glaube, dann ist das vergeudet. Let's go. Nein, oh. Hä, ist er jetzt einfach tot? Wir haben ihn einfach mit einer Feuerblume zerstört. Le Mau. Ist er wirklich tot? Das war der einfachste Boss. Nein, ist er nicht. Okay. Ihr habt wohl gedacht, ich bin tot. Aber nein, ich bin noch eine Kleberolle. Ich bestehe nicht nur aus meiner komischen Haut. Jetzt werdet ihr haften. Oh nein, nicht das Abreißteil. Mach nicht diese, Bro. Oh mein Gott, er entwickelt sich einfach. Er hat sich einfach digitiert. Wenn ihr denkt, dass ich euch das durchgehen lasse, habt ihr euch geschnitten, kapiert? Schluss mit lustig. Jetzt gibt's Konfetti frei Haus. Jetzt kommt der Ausbrenner für Kenner. Nee, nicht der Ausbrenner für Kenner. Oh Gott, er ist einfach ein Hot Wheel oder so. Er hat das Ding festgeklebt. Not your Ernst. Guck mal, er klebt einfach alles fest. Na, noch am Husten? Gleich geht's du mir auf den Leim. Wart's nur ab. Hä? Wieso Husten? Das ist ein Problem. Wow, ich hab nur deine Hülle kaputt gemacht. Du bist frei. Ja toll, jetzt klebt hier alles fest. Aber ich kann die Sachen schon... Ja, ich kann die immer noch verschieben. Oh nein, hier klebt was fest. Deswegen kann ich ihn jetzt nicht mit diesen 1000 Armen angreifen. Ich wollte es aktivieren und ihn dann mit den 1000 Armen angreifen, aber das funktioniert einfach nicht. Dann kann ich leider gar nicht so viel machen. Dann aktivieren wir einfach nur die Pergament Tors für die nächste Runde. Er darf einmal angreifen. Oh, nee, nicht der Berserkbohrer. Okay, das hat tatsächlich gut Damage gemacht. Und ich habe kein One-Up dieses Mal. Wieso habe ich denn kein One-Up gekauft? Tja, also am liebsten hätte ich natürlich einfach wieder dieses Feuerteil. Und ich glaube, da kommen wir auch recht easy hin. Ja, wir müssen einfach nur geradeaus laufen. Ja, moin, let's go. Der wird mich im nächsten Zug nicht töten, oder? Der wird doch keine 68 Damage machen, hallo? Aber irgendwie finde ich es ein bisschen doof, dass ich gerade die ganze Zeit nur mit dem Feuerpergamentur kämpfe. Da sagst du was, Mario. Ich mag's auch nicht. Aber ich bin froh, dass wir Freunde sind. Ja, aber der hat jetzt gar nicht mal so viele Leben verloren, gell? I don't like this. Oh, der macht gut Damage. Kann ich mich irgendwie heilen? Ansonsten, ich gebe jetzt einfach mal 1000 Münzen aus. Weil, warum nicht? Wir haben sowieso ganz viel Geld. Und die Toads heilen einen ja zum einen und machen hier die ganzen Dinge auch richtig. Also so, wie sie am vorteilhaftesten sind. Und machen vielleicht sogar ein bisschen Damage zu dem Typen. Das in diesem Fall nicht. Haben uns aber zumindest um 100 Leben geheilt. Okay, also ich muss doch noch selber nachdenken. Menno, ich dachte mal, kann hier schön Pay-to-Win machen, aber nope. Und die Klebestreifen auf dem Boden sind nicht feuerfest, ist der Tipp, den wir hier bekommen. Wenn ich dann gleich eine Feuerblume einsetze, meint ihr, die gehen dann kaputt? Müsst aber mal ausprobieren. Mal gucken, was wir greifen können. Nehmen wir jetzt? Nee, irgendwas anderes passiert. Wir heben ihn hoch, wir drehen ihn, wir knubbeln ihn fest. Das ist ja mega gut. Mario, jetzt ist es soweit. Zieh ihn raus. Ja, ich zieh. Denn ohne Klebestreifen kann er gar nichts mehr. Das ist ja funny. Okay, ich hatte da wirklich Angst, dass er uns dann irgendwie festhält, weil wir ja direkt an ihn dran sind. Aber ist anscheinend nicht der Fall. Hä, dann sind diese 1000 Arme ja noch viel besser. So, nächster Zug. Wir kriegen noch einen Tipp. Mal gucken, ob noch was anderes drin steht. Ja, genau das, was wir eben hatten mit den Faltarmen. Wir können auf jeden Fall die Pergamentorungs aktivieren und dürfen sogar einmal angreifen. Ob der sagenhafte Hammer da ankommt? Ich will wirklich mal checken, wie viel Damage der macht. Sagenhafter Hammer! Bam! 3 Damage. Nice! Guck mal, er tut sich auch selber weh, wenn er da Streifen macht. Das macht so viel Sinn! An sich sollte er sterben, wenn wir ihn noch einmal mit dem Faltkreisarm treffen. Ich bin aber auch nicht mehr so gut dabei, irgendwie mit 58 Leben. Er macht sich jetzt nochmal Damage. Mega cool! Das ist genauso wie beim Feuerpergamentor. Der hat sich auch die ganze Zeit selber Damage gemacht, wegen seinen komischen Federn, die er rausgeschleudert hat. Was ja auch einfach nur Sinn macht. Wenn die sich selber was ausrupfen... Oh, was macht er denn jetzt? Er lädt nochmal eine Superattacke auf. Alles klärchen. Dann sterbe ich wahrscheinlich, wenn ich ihn jetzt nicht töte. Ich kann das Feuerpergamentor aktivieren. Das wird gehen.
aber viel mehr nicht. Und wenn er mich gleich angreift, dann bin ich garantiert tot. Wenn er jetzt nicht mit dem Feuerpergamentur stirbt, dann war's das. Das ist ein bisschen belastend. Aber ich glaube, was anderes kann ich nicht machen. Ich komme nicht an diese Faltarme ran. Ja, ich muss das so machen. Wenn es jetzt wieder so knapp ist und der nicht durch das Feuerpergamentur stirbt, dann bin ich aber sauer, dass ich dann wieder kein One-Up mitgenommen habe. Dann sind die Bosse wirklich richtig komisch designt. Come on, töte den jetzt bitte. Bitte, bitte töte den einfach. Ich versuche mein Bestes, ich bin das Feuerpergamentur. Feu, 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 ich feuer den hoffentlich tot. Nee, hat natürlich nicht gelangt. Oh, aber er macht gar nicht seine Attacke. Ah, wir haben die ganzen Klebestreifen weggemacht und deswegen hat er jetzt auch seine Special-Attacke nicht gemacht. Okay, wir rupfen ihn jetzt aus. Wir rupfen ihn sowas von aus. Du bist jetzt sowas von tot, du komisches Ding. Ansonsten bin ich tot, wenn das jetzt nicht langt, aber es sollte lang. Wenn der jetzt noch irgendeinen Scheiß hat, weil Nintendo dachte, das ist bestimmt witzig, wenn der jetzt hier, wenn der irgendeinen Kack hat. Okay, er ist jetzt aber, er muss jetzt tot sein. Habe ich es geschafft ohne One-Up? Ja, nice, 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 nice. Thank you. Ah, meine Papprolle liegt ganz frei. Dieser Schmerz, diese Schande. So einen Reitfall habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Boss Olli, hilf mir, räche mich. König Olli kann dich nicht... Diese Explosion kann dich hier nicht hören. König Olli ist im Schloss. Der kümmert sich nicht um so ein Fußvolk wie dich. So viele Toads, die wir gerettet haben. War dann doch wieder ein spannender Kampf. Ich habe immer Angst, dass die Bosskämpfe dann nur so 8 Minuten gehen oder so und dann gehen die doch 20 Minuten. Ach, jetzt kommen wir endlich an die Luftschlange ran. Ja, let's go. Mach die Luftschlange kaputt. Nummer 4. Ich bin gespannt, ob die 5. Luftschlange dann tatsächlich beim Schloss ist. Weil das hält ja das Schloss fest. Und dass man, wenn man dann die 5. Luftschlange gelöst hat, dass das Schloss dann wieder frei ist, pipapo. Weil dann hätten wir ja wirklich nur noch 1 bis 2 Bosse, I guess. Also einmal die Luftschlange, die grüne. Nee, da müssen wir noch extra wohin. Okay, also wir haben noch die grüne Luftschlange, das wird ein Boss sein. Und dann halt im Schloss höchstwahrscheinlich König Olli. Und laut Trailer müsste ja auch irgendwie noch Bowser an unsere Seite kommen. Wir haben einmal noch den zerknickten Bowser irgendwo in der Welt rumfliegen. Und Baby Bowser fehlt auch noch. Bin ich komisch, dass sie erst so spät im Spiel drankommen. Unser Säckchen wird wieder ein bisschen größer. Nice. Und damit ist nur noch eine Luftschlange übrig. Aber wo könnte sie nur sein? Wie sollen wir sie finden? Wo sollen wir anfangen zu suchen? Wir wissen ja nicht einmal, welche Farbe sie hat. Also rot hatten wir schon, dann blau. Oh. Was? Das ist ja die grüne Luftschlange da. Oh, die ist im Himmel. Wie sollen wir denn in den Himmel kommen? Und springen kannst selbst du nicht so hoch. Die Blicke der Vierfaltigkeit vereine und der Weg wird weit zur ewigen Glückseligkeit. Amen. Okay, ja, das klingt ja super easy. Wir werden einfach mit den Pergamentons hier, mit deren Hilfe da irgendwie hochkommen. Wird schon schief gehen, aber die Wolkenstadt gucken wir uns natürlich beim nächsten Mal an. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Bossfight fandet. Ich fand ihn in Ordnung. Ich habe ihn zumindest mal beim ersten Mal geschafft. Der hat auch wieder seine eigenen Kniffe. Die Bosskämpfe sind eigentlich alle cool. Die Kämpfe zwischendurch sind immer doof, aber die Bosskämpfe sind cool. Dann auf jeden Fall danke an alle Kanalmitglieder und Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.